Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, des Freiräumen gestalten, der Bildungspodcast. Wir, das sind Helene Perale und ich, Steve Kenner. Wir laden uns für diesen Podcast immer wieder Gäste ein aus Wissenschaft und Praxis im Feld der Bildung, des Bildungssystems, aber auch der verschiedenen Bildungsorte, die es gibt. Und wir wollen mit den Menschen, die wir hierhin einladen, darüber sprechen, wie wir neue Räume, Freiräume finden können im bestehenden Bildungssystem, wie wir das bestehende Bildungssystem vielleicht auch mal ganz anders denken können, die Schule, aber auch außerschulische Lernorte ganz anders denken können. Und darüber sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Gästen. Und auch heute haben wir einen ganz tollen Gast da, Iris Laube-Stoll. Und Helene wird sie euch vorstellen. Genau. Herzlich willkommen, liebe Iris, hier bei unserem Podcast. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich sage ganz kurz ein paar Worte zu dir. Und du kannst dann gerne noch ergänzen, denn bestimmt habe ich gar nicht alles hier auf dem Schirm, was du so machst. Du bist Lehrerin für Spanisch und Französisch an einem Gymnasium und seit 10 Jahren Seminarausbilderin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Mönchengladbach und hast dort aktuell ein Fachseminar sowohl für Spanisch als auch für Französisch, was ich auch ganz spannend finde, weil das habe ich bisher auch noch nicht gehört, dass Fachleiterinnen und Fachleiter tatsächlich 2 Seminare und dann auch noch zu unterschiedlichen Fächern haben. Da bin ich ganz gespannt drauf, was du uns erzählst. Und aber nebenher noch, wann auch immer du das machst, schreibst du einen Blog und bist ganz aktiv auf Twitter. Und das ist nämlich auch der Grund, warum wir Iris hier heute eingeladen haben. Denn ich bin auf Twitter auf dich aufmerksam geworden und über das, was du da so schreibst, und freue mich sehr, heute mit dir ins Gespräch zu kommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch sehr und bin schon ganz gespannt auf die Minuten, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen können. Genau, Iris, du bist wie wir schon gesagt haben, sowohl Lehrerin als auch Seminarausbilderin und bist also ja in Schule und aber auch in der Lehrerinnenbildung tätig, was ja ein ganz spannender Bereich ist. Und wir haben bereits eine Podcast-Folge auch zum Referendariat gemacht, wo eine ehemalige Referendarin berichtet hat, wie sie das Referendariat erlebt hat und wo sie Freiräume gefunden hat. Und auf Twitter schreibst du immer wieder, dass man das Referendariat anders denken muss und aber auch anders gestalten kann. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Wo siehst du Freiräume in der Lehrerinnenbildung, insbesondere jetzt in der zweiten Phase? Ja, das ist ein riesen Themenfeld, was ihr oder was du da jetzt gerade aufmachst. Also ich fange mal andersrum an. Wenn man Referendare und Referendarinnen nach der Ausbildung fragt, wo sie diese Freiräume hatten, dann fällt ihnen erstmal relativ wenig dazu ein. Denn so wird das Referendariat nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr es so wahrgenommen habt. Ich erinnere mich an meines noch gut. Und das ist häufig ja geprägt von viel, viel Arbeit, viel, viel Neuem, von unterschiedlichen Anforderungen, denen man gerecht werden muss. Und vor allen Dingen ist es auch eine Leistungssituation. Ja, also so, das wird ja häufig empfunden als so eine konstante Leistungssituation. Und das ist auch nicht ungewöhnlich, ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Unterrichtsbesuche ReferendarInnen stemmen müssen. Und wenn ich an Freiräume in der Ausbildung denke, dann denke ich zuerst daran, dass es darum gehen muss, dass LernanwärterInnen auf Basis dessen, was sie mitbringen, in ihrem Tempo an den Sachen arbeiten, die sie gerade benötigen. So, das ist Freiraum. Und auf die Art und Weise, wie sie gerne daran arbeiten möchten, das ist für mich Freiraum in der Ausbildung. Und bisher wird davon noch recht wenig umgesetzt, aber ich glaube, es ist gerade dabei, was sich zu ändern. Und zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen, die OVP und das neue Kerncurriculum geben auch Raum. Ja, also das ist so ein bisschen auch so eine Haltung, die ich als Seminarausbilderin haben muss. Ja, also ich kann
diese Perspektive ja haben, wo kann ich Freiraum entwickeln für oder ermöglichen, nennen wir es ermöglichen, wo kann ich Freiraum ermöglichen für ReferendarInnen? Und dazu gehört natürlich auch so eine bestimmte Haltung, ein bestimmtes Menschenbild. Also ich muss ganz kurz erstmal nachfragen, was OVB heißt, weil wir natürlich in ganz Deutschland vielleicht gehört werden und das möglicherweise eine Abkürzung ist, die NRW-typisch ist. Vielleicht magst du sie für uns kurz einordnen? Genau, also das ist die Prüfungsordnung für den Vorbereitungsdienst in NRW. Okay. Und genau, du hast jetzt schon so ein paar Aspekte angesprochen, die wir jetzt im Gespräch auf jeden Fall vertiefen wollen, aber ich würde vielleicht sogar nochmal zwei Schritte zurückgehen wollen. Also wir haben mit Marlin in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie das Referendariat so ist. Das ist ja auch unterschiedlich in den Ländern. Und es ging tatsächlich darum, wie finde ich eigentlich überhaupt den richtigen Ort, also das richtige Seminar, die richtige Schule und wie vollzieht sich dann das Referendariat. Das müssen wir gar nicht unbedingt alles durchexerzieren für NRW oder für dein Fallbeispiel. Mhm. Aber mich würde schon interessieren, wie beginnt so ein Seminar bei dir, wenn du das erste Mal Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter vor dir hast? Die kennen quasi ja auch die Schule noch nicht. Dieser berühmte Praxisschock hat wahrscheinlich noch nicht so richtig eingesetzt. Wie begrüßt du sie? Wie nimmst du ihnen vielleicht die Ängste, Sorgen, die da auf sie zukommen? Ja, also wir starten in Nordrhein-Westfalen mit einer Intensivphase an der Schule, an meiner Schule. Und früher war die relativ lang sogar. Ich selber habe insgesamt 3 Wochen war ich an den Schulen meiner beiden FachleiterInnen. Das ist jetzt zusammengekürzt auf jeweils 3 Tage pro Fach. Das bedeutet, meine ReferendarInnen begleiten mich über diese Zeit dann in meinem Unterricht. Und ich mache das gerne und ich finde das auch sehr wichtig, dass ReferendarInnen Ausbilder unterrichten sehen. Ja, also dass ich meine Tür öffne und ich habe die immer geöffnet. Das bedeutet, ReferendarInnen können immer in meinen Unterricht kommen. Die müssen nur Bescheid sagen, wann sie kommen wollen, also auch während der gesamten Ausbildung und die können zugucken. So. Und in dieser Intensivphase tun sie das und drumherum sprechen wir über Spanischunterricht, über guten Spanischunterricht, über gute SpanischlehrerInnen. Und wir knüpfen auch an dem an, was ReferendarInnen mitbringen. Ne? Also am Anfang geht es, glaube ich, darum, dass man sich kennenlernt. Es gibt so viele Mythen und Geschichten über das Referendariat. Und es gibt auch Geschichten über SeminarausbilderInnen, sicherlich auch über mich. Also ich habe sowohl gute als auch schon schlechte Geschichten über mich gehört. Und ich glaube, dem kann man am besten entgegentreten, wenn man sich erstmal Zeit nimmt. Zeit ist übrigens, finde ich, ein ganz wichtiger Faktor, um Freiräume zu schaffen. Und als ich am Anfang Ausbilderin war, stand ich auch immer in so einem Spannungsfeld zwischen, ich muss in den ersten Tagen richtig viel mit den ReferendarInnen machen, denn die gehen an ihre Schulen, die müssen da auch schon, die müssen da was können. Und jetzt im Laufe der Jahre nehme ich mir sehr viel mehr Zeit auch für die Bedürfnisse. Also das heißt, ich lege das gar nicht so fest, was da gemacht wird, sondern ich lasse meine ReferendarInnen mitentscheiden. Also Partizipation ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe aber auch gemerkt, dass das am Anfang alles erschlägt. Und deswegen versuche ich immer so ein Angebot zu machen, ne? Und zu schauen. Wir können jetzt gemeinsam Unterricht planen und ich gebe den oder sie geben den. Wir können aber auch die Stunde, die ich gehalten habe, besprechen und die vielleicht verbessern, verändern für eine andere Lerngruppe oder was auch immer. Also das sind jetzt so Beispiele, ja. Aber ich versuche also immer so ein Angebot zu machen. Aber wenn die ReferendarInnen was ganz anderes machen möchten, was sie gerade umtreibt, dann machen wir das auch zu Beginn. Ich finde ganz spannend den Punkt, dass du sagst, du möchtest sie beteiligen, ne? Weil so habe ich zumindest mein Referendariat in Teilen erlebt.
ist ja eher das, sind die Vorgaben von Seiten der FachleiterInnen oder auch der StudienseminarleiterInnen ganz strikt und die Möglichkeiten zur Partizipation eher gering. Und gleichermaßen ist es aber so, oder könnte ich mir vorstellen, wenn Sie in den ersten Tagen zu dir in den Unterricht kommen, dann schauen Sie ja sich nicht nur Unterricht einer Lehrerin an, sondern Unterricht der Person, die Sie prüfen wird. Mhm. Ne? Also, und die Mythen, die sich rund um das Referendariat ranken, sind ja, ich muss gefallen, ich muss dem entsprechen, was meine FachseminarleiterInnen, meine StudienseminarleiterInnen wollen. Also, dass auch das Konträre entstehen könnte. Ne? Sie werden eher noch mehr unter Druck gesetzt, weil sie sehen diesen Unterricht und werden dann mit ihrer Schule konfrontiert, ne? Und sagen, oh, das, was die jetzt dort gemacht hat, das kann ich gar nicht umsetzen. Was mache ich denn bloß in meinem ersten Unterrichtsbesuch? Und wie bringst du das jetzt wieder zusammen? Wie sagst du ihnen, also, die können ihr eigenes, nach ihrem eigenen Tempo gehen und auch ihre eigenen Ideen entwickeln? Also das ist tatsächlich ein Thema und eine Schwierigkeit, vor allen Dingen, weil ich an einer Schule unterrichte mit Schülern, die aus sehr leistungsorientierten Haushalten kommen. So. Und ich habe Spanischschüler, die, ich habe jetzt eine Gruppe im vierten Lernjahr, die sind sensationell, die könnte ich jetzt schon ins Abitur schicken. Das schüchtert ein, ich weiß das auch, ne? Und das liegt gar nicht an dem Unterricht, den ich gebe, sondern das sind einfach Schüler, die bringen was mit. Und ich versuche das erstens direkt zu thematisieren. Das bedeutet, wir kommen darüber ins Gespräch, dass das eine leistungsstarke Gruppe ist und wie man vielleicht über das Thema in einer leistungsschwächeren Gruppe sprechen könnte. Also wir versuchen dann direkt so eine gezeigte Stunde dann auch zu verändern. Ja, also ich bin immer bemüht, so einen Möglichkeitsstrauß aufzumachen. Das ist aber total schwierig. Ich habe tatsächlich mal eine Referendarin gehabt, die hatte einen super Unterrichtseinstieg, die hat so ein szenisches Spiel gemacht. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich sie das im Seminar habe vorstellen lassen. Und neben anderen Dingen, die Referendare dann da vorstellen, ne? Also das ist was ich so häufig mache. Aber mein Seminar hat dann eben gedacht, dass ich total auf szenisches Spiel stehe und das ist gar nicht, also was heißt das? Ich finde das toll, aber ich selber würde es nie machen. Ich bin gar kein Typ für szenisches Spiel. Und da habe ich, an der Stelle habe ich genau das bemerkt, was du gerade als Problem genannt hast. Man muss unheimlich aufpassen, dass man nicht das, was ich zeige als Seminarausbilderin, dass ich das nicht absolut setze, zum Beispiel. Ich habe jetzt, wir sind in Spanisch im Seminar bei uns, ich war bisher alleine lange Jahre und ich habe jetzt eine spanische Kollegin dazu bekommen. Das heißt, wir sind jetzt zwei Fachleiterinnen und ich finde es sehr wichtig, dass meine Referendarinnen und Referendarinnen auch mal eine andere Perspektive bekommen. Das heißt, wir haben jetzt für den kommenden Jahrgang auch Seminarübergreifendes geplant. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn wir mal zusammen Zeit haben, wir vielleicht auch zusammen Unterrichtsbesuche machen. Damit einfach nochmal so eine andere oder gemeinsame Nachbesprechung. Digital ist das ja alles möglich. Ja? Also wenn wir über Freiraum schaffen, sprechen, dann gehört auch so eine Multiperspektivität dazu. Und ich als Seminarausbilderin muss die ermöglichen. So. Und da hilft zum Beispiel auch so eine Digitalität. Ich hatte mal mit meiner Freundin und Kollegin Katrin Ingerfeld, mit der ich den Blog auch schreibe, überlegt, ob wir nicht auf Twitter FachleiterInnen zusammen trommeln und schauen, ob es nicht möglich ist, fachspezifisch sowas anzubieten, vielleicht einmal im Monat einen fachspezifischen Austausch für ReferendarInnen aus den verschiedenen Seminaren mit einem Fachleiter im Fach. Das bedeutet, meine Spanisch-ReferendarInnen würden dann ihre Fragen, die sie da mitbringen, an jemand völlig anderen, vielleicht aus einem anderen Bundesland stellen. Das ist so, wäre so eine Möglichkeit, um Referendar, damit
auch diese Multiperspektivik auf Unterricht Raum hat in der Ausbildung. Dazu brauche ich als Seminarausbilderin aber auch eine Haltung. Ja? Dazu kann auch gehören, dass ich als Seminarausbilder in ReferendarInnen bei mir hospitieren lasse, aber auch andere Seminarausbilder. Ja, also kollegiale, Stichwort kollegiale Hospitation, Türen öffnen. Ich schiebe gleich mal die nächste Frage hinterher, weil mich das total interessiert, weil ich mich in meiner Forschung eben auch mit Kooperation beschäftige. Und gerade auch der Kooperation eben zwischen Studierenden an der Stelle, aber gerade bei Schulpraxisphasen und im Studium haben wir immer wieder die Situation, dass einfach unterschiedliche Personen beteiligt sind. Und im Referendariat ist das ja nochmal eine ähnliche Situation. Also ich habe dich als Fachseminarleiterin, ich habe dann die Mentorinnen und Mentoren an den Schulen, das ist in jedem Land ganz unterschiedlich organisiert. Ne? Manchmal ist das verpflichtend an den Schulen, manchmal eben nicht. Das auch nochmal hier für alle. Nicht, dass jeder jetzt denkt, er oder sie im Referendariat hätte Anspruch auf einen Mentor oder eine Mentorin. Das ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich organisiert. Aber ich habe Personen hoffentlich in der Schule, die mich bei der Planung unterstützen. Und da entsteht ja immer so ein Spannungsfeld auch, ne? Zwischen die einen kennen die Schule besser, die anderen setzen und kennen die Anforderungen, sodass für die Studierenden und aber auch die ReferendarInnen jetzt an der Stelle natürlich die Situation entsteht, wie bewege ich mich denn dazwischen, ne? Zwischen dem auch, was meine Ideen für Unterricht sind, was meine Rahmenbedingungen an der Schule sind, zum Beispiel jetzt von der Fachkonferenz gesetzt, ne, dass wir ein schulinternes Curriculum haben und ich muss mich nach bestimmten Dingen richten, aber eben auch dem, was du als Fachseminarleiterin an Kriterien setzt für den Unterricht. Wie bringst du das zusammen? Ich finde es ganz wichtig, dass nicht ich Kriterien für Unterricht setze. Ne? Also so Kriterien für gelungenen Unterricht, die kommen ja auch nicht so, die stehen ja nicht, entstehen nicht in meinem Kopf, sondern das ist erforscht. Wir wissen schon total viel über guten Unterricht und die ReferendarInnen auch. Also die haben ja schließlich studiert und bringen also alles so mit, so dafür. Also das ist erstmal für mich so ein Grundsatz, dass ich keine anderen Kriterien habe als andere. Dennoch, ich weiß, worauf du dich beziehst. Es gibt natürlich manchmal, also es ist, glaube ich, für ReferendarInnen schwer, in dem Moment, in dem sie versuchen, allen gerecht zu werden. So. Und die Frage ist, wie man da Druck rausnehmen kann. Ich glaube, man kann Druck rausnehmen, indem man Unterrichtsbesuche zu lernen, mehr zu Lernsituationen macht als zu Leistungssituationen. Und das ist sowieso so ein Punkt, ne? Also so Referendare und Referendarinnen als LernerInnen zu sehen und nicht als Leisterinnen, die irgendwas erfüllen müssen, ist so, finde ich, eine ganz wichtige Haltung. Das ist in manchen Bundesländern auch schon möglich, das ist ja nicht überall gleich, dass die Unterrichtsbesuche bewertet werden. In Brandenburg ist es zum Beispiel so, dass die Langzeitbeurteilung nur von der Schule kommt, gar nicht vom Seminar. Und in NRW bewerten wir prozessorientiert. Ne? Also ich muss nicht für 5 UBs eine Note geben, dann durch 5 teilen. Ich entwickle, also so, ich bewerte den Prozess und auch noch ganz viele andere Dinge. Und wenn ich das mache und dann erstmal für so eine Hospitationssituation und für eine Nachbesprechung sorge, in der auf Augenhöhe kommuniziert wird und ressourcenorientiert, ist das wichtig. Das ist das eine. Und das zweite ist, seit kurzem probiere ich mit meinen ReferendarInnen Co-Planning aus. Und das ist also wirklich sehr, sehr fruchtbar.
finde ich, für alle Beteiligten. Und Co-Planning, das heißt, wir sprechen über Kooperation, ja? Gemeinsames Planen, das findet viel zu wenig statt. Es ist auch häufig zu wenig, also es ist häufig zu wenig Zeit dazu, das ist das eine. Und das zweite ist, FachleiterInnen oder viele FachleiterInnen sehen es vielleicht ganz gerne, wenn da ein selbsterdachtes Material ist und so weiter und so weiter. Also das ist dann eine, wenn wir über Kriterien sprechen, ein Kriterium. Aber das ist, ich finde das unsinnig. Denn ihr wisst selber, wie viel Arbeit man zum Beispiel in die Materialerstellung steckt. Ich kriege manchmal Materialien, das sind 20 Seiten. Ja, also das heißt, dann ist eins der Anforderungen genau anders, setze ich dann genau andersrum. Bitte nicht so viel Material. Also Material, schon vorhandenes Material für seine Schüler zu nehmen, das ist super. Man muss es sowieso anpassen. Man unterrichtet nie die gleiche Stunde zweimal. Das ist ja so ein erster Schritt für Kooperation. Und das in Verbindung mit Co-Planning, an dem ja nicht nur ich beteiligt sein muss als Seminarleitung, sondern ich kann mir noch ein Peer dazu holen oder vielleicht meine Mentorin in dem Prozess. Und digital, also ist natürlich jetzt auch die Frage, wie ich als Seminarausbilderin das zeitlich schaffen kann. Ja, also denn zumindest in NRW haben wir noch Schule dazu, jede Menge sogar. Und bei mir klappt es ganz gut bisher, das asynchron zu machen und digital. Also man kann ja da, wenn zum Beispiel ein Referendar hat eine Idee so und erstellt ein Padlet und postet seine Idee, die Materialien, die schon da sind, die Fragen, die er hat vielleicht. Und dann kann ich das kommentieren, ich kann da Sprachnachrichten nutzen, ich kann es schriftlich kommentieren. Manchmal ist es vielleicht nötig, dass man kurz mal 10 Minuten miteinander spricht per Videokonferenz. Aber das sind so Dinge, gerade das Asynchrone, das kann ich unterwegs in der Bahn machen, mit meinem Handy. Ja, und das tue ich auch. Und genauso klappt Zusammenarbeit dann vielleicht auch mit dem Mentor, der Mentorin oder anderen Referendarskolleginnen. Ich finde das einen wichtigen Punkt oder erst jetzt finde ich ganz konkreten Punkt, wie wir Räume, Freiräume im Referendariat schaffen können, nämlich schaffen können mit mehr Kooperation und mit digitalen Tools. Das ist ja tatsächlich ein kleiner positiver Lichtblick in den letzten 2 Jahren Pandemie, dass wir da wirklich viel gelernt haben und viele neue Möglichkeiten irgendwie auch entdeckt haben, kooperativ zu arbeiten. Und so wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht haben wir gleich auch noch die Möglichkeit, vielleicht kannst du gleich mal so 2, 3 Tools nochmal kurz benennen oder beschreiben, die vielleicht praktisch sind, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich dann vielleicht auch anschaffen könnten. Es gibt auch noch 2, 3 andere Punkte, die ich gerade total spannend finde. Nee, wir müssen das gleich irgendwie sortieren. Ich würde nämlich zum Beispiel auch gerne noch darüber sprechen, wie das eigentlich mit Bewertung aussieht. Du hast ja schon über Prüfungskultur gesprochen, Noten. Ja. Ich kann mich an mein Referendariat gut erinnern, wie wichtig das war. Wann hat man welche Note? Wie steht man wo da? Wer gibt eigentlich welche Note und so weiter? Aber bevor wir das beides noch besprechen, weil ich glaube, das ist super spannend, hätte ich noch eine andere Frage vorweg, nämlich die der Persönlichkeit. Ich glaube, dass das irgendwie so ein Punkt ist, der mir zumindest am Anfang des Referendariats noch gar nicht so klar war, dass ich erstmal herausfinden muss, was bin ich eigentlich für ein Lehrer? Also wie funktioniere ich vor der Klasse? Nicht wie funktioniere ich, weil das guter Unterricht ist, sondern du hast es gerade so beschrieben an diesem Beispiel, ich bin nicht die Lehrkraft, die so Schauspieleinheiten mit meinen Schülerinnen und Schülern macht, weil das einfach nicht meine Art ist. Und ich finde, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht ist Freiraum nicht die richtige Überschrift dafür, aber das Referendariat ist auch eine Zeit, in der ich mich selber finden kann, also herausfinden kann, wie kann ich eigentlich ein guter Lehrer sein, wie kann ich den Schülerinnen und Schülern gerecht werden, ohne etwas zu erfinden oder irgendetwas darzustellen, was ich gar nicht bin, oder? Ich finde, das hat schon mit Freiraum zu tun, ja, also weil ich glaube, das, was du gerade genannt hast, das geht nur, wenn ich Freiraum habe und wenn ich vor allen Dingen, da sind wir bei Prüfungskultur, bewertungsfreien Raum habe. Ja, wenn das zu fördern ist
gar nicht leicht, wenn ich mir so diese unterschiedlichen Anforderungen angucke im Referendariat. Und da ist auch die Frage, in NRW ist es zum Beispiel so, dass die ReferendarInnen gar nicht unerheblichen Teil eigenständigen Unterricht geben, also verpflichtet sind, da schon wie ein fertig ausgebildeter Lehrer, Lehrerin zu agieren. Ist die Frage, muss das so sein? Kann man da nicht mehr Freiraum geben, ja, perspektivisch, damit da die Verantwortung ein bisschen geringer wird und der Raum, um sich auszuprobieren und auch Rückmeldung zu kriegen im Ausbildungsunterricht, vielleicht noch ein bisschen größer wird. Ja. Und dazu gehört aber auch wieder, wenn ich jetzt so aus Ausbilderinnenperspektive spreche, meine Haltung. Ja, so. Und mein Menschenbild. Das bedeutet, ich muss als Ausbilderin auch ReferendarInnen insofern vertrauen, dass sie so Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen und dass ich sie auch in ihrem Tempo lernen lassen kann. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir über Prüfungskultur sprechen, ich fände es schön, wenn es irgendwann mal ein Referendariat gäbe, in dem der Referendar nicht zwingend 18 Monate, 24 Monate, 12 Monate Ausbildung machen kann, sondern so lange ausgebildet wird, wie er es braucht. Ja, also das wäre für mich ein wichtiger Schritt in Richtung Freiraum. Denn es gibt ReferendarInnen, die entwickeln sich sehr schnell so. Und die kann man schon, weiß ich nicht, nach 12 Monaten könnten die schon aus dem Referendariat herausgehen. Es gibt manche, die brauchen länger, den tun vielleicht 24 Monate ganz gut. Das hängt auch immer ab von der Vorerfahrung, von der eigenen Biografie und auch von der universitären Ausbildung, die sehr unterschiedlich ist. Das finde ich nochmal ganz wichtig, auf die Persönlichkeit einzugehen, auch dass du den Punkt nochmal aufgemacht hast, Steve, ne? Weil die besondere Situation von ReferendarInnen ist ja, dass sie einerseits in der Rolle der Lehrenden sind, ne? Und du hast gerade auch den Umfang an selbstständigen Unterricht oder eigenverantwortlichen Unterricht genannt, den Referendarinnen und Referendare leisten. Und andererseits sind sie in der lernenden Rolle, ne? Und sollen quasi die ganze Zeit über dieses Wechselspiel auch aushalten können. Ich finde, schon das ist eine Leistung, das über, für gewöhnlich sind es 18 Monate aktuell, ne, ja, zu schaffen. Also gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern Unterricht zu gestalten, auch sie zum Beispiel an dem Prozess der Unterrichtsentwicklung teilhaben zu lassen und andererseits aber auch mitzuwirken, wenn mir der Raum gegeben wird, eben an meinem eigenen Ausbildungsunterricht, den ich habe, am Fach- und Studienseminar. Und ich finde, dass sich tatsächlich Raum genommen werden muss, immer wieder, um das reflektieren zu können. Also auch, was macht dieses ständige Wechselspiel mit mir und wie entwickle ich da meine Persönlichkeit als Lehrerin, als Lehrer, ne? Und das, was du genannt hast, das Co-Planning zum Beispiel, ist ja nur eine Form des kooperativen oder sogar kollaborativen Arbeitens, wo aber solche Prozesse initiiert werden können. Also wenn ich überhaupt darauf gebracht werde, mit anderen zusammenzuarbeiten, dass ich mich dann auch mit anderen zum Beispiel über diese Rolle austausche und ja, dass man darauf durchaus immer wieder gestoßen werden muss, ne? Aber Helene, darf ich da mal einhaken? Wir haben bei dem Gespräch mit Marlin schon so ein bisschen rekonstruiert für uns. Marlin hat das beschrieben und Helene und ich aus unserer Erfahrung auch, dass so wie das Referendariat im Moment aufgebaut ist, dass nicht möglich ist. Dass es erstens schwer möglich ist und zweitens die Referendarinnen und Referendare irgendwann natürlich, genauso wie das Schülerinnen und Schüler tun, irgendwann genau überlegen, wem bin ich was schuldig? Also wer bewertet mich? Wer erwartet was von mir? Also wie muss der Unterricht möglicherweise bei meiner Schulleiterin aussehen? Die kommt mich ja manchmal zu einem anderen Zeitpunkt besuchen. Und wenn ich an der Schule bleiben will, dann ist das wichtig, dass ihr auch gefällt. Wie erwartet das meine Seminarleiterin und so weiter? Also mir ging es zumindest so, und ich glaube, ihr beide hattet das ähnlich beschrieben in der letzten Folge, die wir dazu gemacht hatten, dass man schon irgendwann an diesen Punkt kommt, zu schauen, was
erwarten diejenigen von mir, die mich benoten. Und das machen natürlich Schülerinnen und Schüler auch. Die haben unterschiedliche Lehrkräfte, die Unterschiedliches erwarten. Mhm. Die einen wünschen sich, dass es ein bisschen lebendiger ist im Unterricht und auch so ein bisschen, ne, da ist das kein Nachteil. Die anderen wünschen sich Schülerinnen und Schüler, die super funktionieren und immer ruhig sind und nur dann reden, wenn sie gefragt werden und so. Und ich glaube, du hast diesen bewertungsfreien Raum angesprochen. Also wenn wir wirklich wollen, dass sich angehende Lehrerinnen und Lehrer als Subjekte verstehen, die ihre eigene Rolle finden können, die sozusagen ihre Lehrerpersönlichkeit finden können, die auch ihre Schwerpunkte setzen können, ihre Stärken einbringen können. Und davon kann Schule ja nur profitieren, weil wir können ja nicht wollen, dass am Ende alle Lehrerinnen und Lehrer gleich sind, weil das wäre für die Schülerinnen und Schüler furchtbar. Sie brauchen auch unterschiedliche Bezugspersonen. Sie brauchen den lockeren Kollegen und vielleicht auch den etwas strengeren oder die strengere und so weiter. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich nur funktioniert, wenn wir uns davon verabschieden, quasi so viel zu bewerten und immer wieder quasi irgendwie so ein Skalensystem anzulegen, also ob das jetzt Noten sind, Punkte oder was auch immer. Und ich frage mich die ganze Zeit schon, du kannst das bestimmt aus deiner Profession viel besser einordnen. Ich frage mich, warum ist das überhaupt nötig? Also ich habe in meinem Referendariat auch erlebt, es gibt Leute, die sollten nicht Lehrerin oder Lehrer werden. Die schreien Schülerinnen und Schüler an, die sind nicht glücklich mit denen, die mögen eigentlich keine Kinder. Ich frage mich, warum die das jahrelang studiert haben. Klar, das Referendariat muss eine Phase sein, wo diese Lehrerinnen und Lehrer dann irgendwann merken, okay, das ist doch nicht mein Job und du kannst auch nicht irgendwie die nächsten 40 Jahre mit Kindern arbeiten. Aber bei allen anderen frage ich mich, wie hilfreich ist das, dass man am Ende im Referendariat eine 3-3 hat oder so. Wenn man Chemie hat, dann wird man so oder so eine Stelle kriegen. So. Und ob das jetzt eine 3-3 ist oder ob das eine 1-7 ist, also hat man dann wirklich was auf dem Referendariat mitgenommen, außer diese Note am Ende? Ja, wie sinnvoll sind Noten? Da sind wir bei Prüfungskultur. Ich habe es eben schon angesprochen. Ich finde sie nicht sinnvoll und es ist auch der unschönste Teil meiner Arbeit, sowohl in der Schule als auch mit ReferendarInnen. Was jemand kann, in so eine kleine Ziffer zu pressen, ne? Das ist absurd. Eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und ich finde auch, du hast recht, es kann nicht jeder Lehrer werden. Und es gibt Menschen, die vertun sich und die bemerken es vielleicht auch noch nicht so schnell wie andere, die schon lange im System sind, dass dieser Beruf nichts für sie ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Bestanden und Nicht-Bestanden absolut ausreichend ist. Und dass ReferendarInnen aber zum Beispiel über ein Portfolio, das sie während der gesamten Ausbildung führen, die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie können. Ja? Also wir können ja alle unterschiedliche Dinge gut. Und wir passen auch alle zu unterschiedlichen Schulen. Ich passe vielleicht zu einer ganz anderen Schule als du und als du, Helene. Und dieses Portfolio, das könnte mein Profil ausschärfen und mich zeigen, wenn wir über Freiraum für persönliche Entwicklung sprechen, mich als Mensch zeigen. Das Referendariat ist ganz häufig so eine Erfahrung für ReferendarInnen, in der sie selber als Mensch so verschwinden. Ja, und das ist traurig, das ist sehr traurig. Darüber darf man sich aber nicht hinweglügen. Ich nehme das immer wieder so wahr. Wir haben ja gerade auch schon gesehen, woran das liegt. Und ich kann als einzelne Ausbilderin versuchen, das so wenig wie möglich spürbar werden zu lassen. Ich kann auch als Seminar, wenn ich im Kollegium in die Richtung gehe, da Schritte machen. Aber schlussendlich wird das nur funktionieren, wenn wir keine Noten mehr haben. Ja? Also es ist ja auch, ich komme und schaue mir Unterricht an. So. Und der klappt nicht, der funktioniert nicht so gut. Da gehen bestimmte Dinge nicht richtig auf und danach haben wir dann in einem Kreis eine richtig gute Nachbesprechung. Und das ist das auch, was ReferendarInnen rückmelden, dass wenn wir über personalisiertes Lernen sprechen, dann sind diese Nachbesprechungen wirklich eine gute, tolle Gelegenheit, um über meinen Unterricht und mich als LehrerIn
ins Gespräch zu kommen. So. Und dann sitzen wir da und haben wirklich tolle Erkenntnisse irgendwie, was die Stunde betrifft, da herausgefunden und so weiter. Und dann muss ich am Ende das in eine Ziffer setzen. Schwierig, ja, sehen wir, glaube ich, alle ein. Genau, und ich finde aber, dass zu dieser Prüfungskultur und der Haltung, die du benannt hast, doch auch nochmal der Aspekt der Kooperation mit hineingehört und auch da als verbindendes Element, ne? Weil ich habe eine Haltung bei einigen Studierenden jetzt, die wir zum Beispiel gemeinsam in die Schule schicken, und das, um das Praktikum zu absolvieren. Und die gesagt haben, das entspricht ja nicht der Realität. Das war zwar total klasse und wir haben uns gegenseitig unterstützt, aber das entspricht nicht der Realität. Als Lehrer, Lehrerin bin ich Einzelkämpferin. Und dann sage ich, tut mir leid, das ist sehr schade, wenn Sie das so verstehen, weil klar ist das oft so, dass man alleine vor der Klasse steht, aber dieser ganze Prozess, um Schule zu gestalten und auch um dann zum Beispiel Freiräume in Schule zu gestalten, da brauche ich ja Verbündete. Und ich persönlich zum Beispiel bin eine Person, ich kann am besten Unterricht gemeinsam mit anderen planen. Das ist bei den Seminaren, aber das ist auch mein Unterricht für die Schule, ne? Mhm. Und das ist eigentlich die schlimmste Situation immer, war Unterricht für einen Unterrichtsbesuch irgendwie alleine zu planen. Und wenn wir da schon sowohl im Studium als auch im Referendariat ansetzen, ne, und sagen, wir entwickeln eine Kultur der Kollegialität und vor allen Dingen der Kooperation. Der Kooperation, ja. Dann, glaube ich, können wir auch zukünftig andere Prozesse in Schule anders gestalten, weil diese Selbstverständlichkeit mit dann auch der Arbeit zum Beispiel von Tools etc., um das herzustellen, sowohl synchron als auch asynchron, die ist auf einmal viel stärker gegeben. Und dann kann ich nämlich in zum Beispiel so einem Portfolio auch darstellen, wie hat sich denn meine Persönlichkeit mit Blick auf den Aspekt der Kooperation zum Beispiel entwickelt? Und woran muss ich da noch arbeiten als Selbstverständnis für Schule, ne? Ja, das ist, also Kooperation ist auch so ein breites Feld und das ist emotional sehr stark aufgeladen im Umfeld Schule. Und das merkt man schon also bei ReferendarInnen, denen das manchmal schwerfällt. Und wenn man so ein bisschen auf Studien guckt, die es dazu schon gibt, dann ist Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Also es geben viele den Wunsch an zu kooperieren, aber am Ende des Tages tun sie es doch nicht. Das hat meiner Meinung nach unterschiedliche Gründe. Unter anderem muss sowas auch strukturell verankert und ermöglicht werden, ne? Also wir brauchen Zeit dazu und so weiter und so weiter. Was ich jetzt im Seminar vielleicht machen kann, um Kollaboration zu fördern, ist das erstmal auch reflektieren und schauen, was die ReferendarInnen für Erfahrungen diesbezüglich mitbringen. Die sind nicht immer gut. Ja? Die fangen ja häufig schon in der Schule an mit als nutzlos erlebten Gruppenarbeiten. Und ich finde es auch ganz wichtig, zu definieren, worüber man spricht. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Formen. Ne? Also es geht ja vom Teilen von Materialien über Arbeitsteilung zur Co-Konstruktion. So. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn wir über Zusammenarbeit sprechen, diese unterschiedlichen Formen normativ aufzuladen, derart, dass nur Co-Konstruktion jetzt die beste Form der Zusammenarbeit ist und auch der Heilsbringer für alles. Das habe ich jetzt überspitzt dargestellt. So. Aber ich behaupte mal, dass alle drei Formen ihren Platz finden sollten und dass es für Co-Konstruktion wirklich Zeit braucht und den richtigen Partner, die richtige Partnerin. Ich habe im Referendariat, als ich selber im Referendariat war, erinnere ich mich daran, dass mich die Gruppenarbeiten genervt haben. Es hat irgendwie einfach immer alles lange gedauert und das habe ich dann tatsächlich auch mal geäußert im Feedback und dann durfte ich immer alleine arbeiten. So, ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt aber nicht, dass ich so ein Einzelkämpfer war,
sondern das ist vielleicht eine andere Form der Zusammenarbeit. Ich habe es erstmal für mich alleine gemacht, dann gehe ich aber wieder und teile. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man arbeiten kann. Und ich denke, dass es wichtig ist, all das, dieses Feld Kooperation so zu eröffnen, dass jeder was für sich darin findet. Und dazu muss ich ins Gespräch kommen, dazu muss ich selber so ein bisschen in mich reinhören, was brauche ich, was will ich. Und das ist ja auch situationsabhängig ganz, ganz häufig. Im Seminar kann ich es natürlich fördern, indem das eine der Hauptarbeitsformen ist. Und das ist so, wie ich auch mit meinen Referendarinnen arbeite im Seminar. Es gibt zum Beispiel also kleine Mikromethoden, um Zusammenarbeit zu fördern. Das hat man ja auch bei Schülern schon, gerade im Fremdsprachenunterricht. Ne? Der kommt ja nicht aus ohne Partnerarbeit, alleine schon, um den Sprechanteil hochzuhalten. Ne? Und dann gibt es noch solche Makromethoden wie Scrum zum Beispiel. Ja? Und das finde ich auch ganz wichtig, sowas auszuprobieren im Seminar, einfach weil ich glaube, dass Zusammenarbeit einen verlässlichen, verbindlichen und klaren Rahmen braucht, um zu funktionieren. Und Scrum ist ja eine Möglichkeit. Magst du uns kurz erzählen, was Scrum ist? Ja, Scrum ist ein Rahmenwerk zur Zusammenarbeit von Teams, das ursprünglich aus der Softwareentwicklung kommt. Und zwar mit dem Hintergrund, dass einfach Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Und das wurde dann in Schule übernommen. Und da gibt es Vorreiter, die da ganz viel schon ausprobiert haben. Ich finde da ganz wichtig, dass man im Scrum als Team zusammenarbeitet. Jeder hat eine unterschiedliche Rolle in dem Team. Die Teamprozesse werden reflektiert. Das bedeutet, es wird nicht nur gearbeitet, sondern es wird auch geschaut, arbeiten wir effizient. Und wenn wir nicht effizient und gut arbeiten, dann verändern wir das nochmal. Und es gibt immer wieder Feedback-Schleifen über das Produkt, was dann erstellt werden soll. Ja, mit mir zum Beispiel oder Peer-Feedback. Und das habe ich ausprobiert, das erste Mal in meinem Jahrgang, der jetzt gerade Examen gemacht hat. Und die haben Konzepte zur Förderung des freien Sprechens entworfen. Und ich habe die Methode vorgestellt und ich habe die Aufgabe vorgestellt, nämlich die Konzepterstellung, und alles andere haben die Teams gemacht. Das heißt, die haben das Thema selbst erschlossen, erstmal Sprechförderung im Fremdsprachenunterricht, und haben dann gearbeitet. Und das war für mich total gewinnbringend, und die Referendare haben es auch sehr gut rückgemeldet. Und es sind sehr unterschiedliche Konzepte herausgekommen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und richtig, wirklich tolle Sachen. Also das war eine gute Arbeitsmethode an der Stelle. Iris, gibt es in deinem Blog oder in eurem Blog dazu einen Beitrag? Habt ihr dazu schon mal was geschrieben? Können wir darauf verlinken? Und ich überlege gerade. Katrin hat was mit Scrum im Deutschunterricht gemacht, und mein Artikel darüber ist tatsächlich noch ein bisschen überfällig, genau. Aber wir können ja auf jeden Fall vielleicht mal das Tool verlinken in der Videobeschreibung beziehungsweise bei Spotify, das Tool verlinken und auf jeden Fall auch euren Blog, da kann man so oder so auch mal nachschauen. Genau, und wir haben auch noch, ich habe mal ein Padlet gemacht mit ganz verschiedenen Tools, digitalen Tools für das kollaborative Arbeiten. Die packen wir auch mal unten mit in die Beschreibung rein. Das heißt, da könntet ihr, also ihr die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne auch mal reinschauen, ob da etwas für euch dabei ist. Weil wir wahrscheinlich jetzt, wir planen immer so, die Podcast-Folgen nicht länger als eine Stunde zu machen, gar nicht die Zeit hätten, da mal intensiver auf die einzelnen Tools einzugehen. Das war jetzt schon mal ein super Beispiel, und an dem könnte man sich orientieren.
Genau, ich weiß nicht, Helene, mir brennt auf jeden Fall noch das Twitter-Lehrerzimmer auf der Seele. Darüber will ich unbedingt noch mit dir sprechen, Iris. Aber genau, vielleicht erstmal noch zu dem Referendariat und dem kollaborativen Arbeiten. Hast du noch was, Helene, was wir auf jeden Fall noch fragen wollen? Nein, tatsächlich nicht, weil für mich wäre jetzt auch der nächste Punkt das Twitter-Lehrerzimmer gewesen. Und vorher vielleicht als eine Zusammenfassung für die Freiräume, ne, dass man sich einfach auch mal anderer Methoden bedienen kann, die nicht unbedingt aus Schule kommen. Und dass wir nicht unbedingt immer nur in unserem Kern unserer Bildungsblase bleiben, sondern den Schritt nach draußen auch wagen als kleiner Appell und mal schauen, was außerhalb so passiert und wie wir das wieder im Sinne auch der, einer Weiterentwicklung der Gesellschaft und der Schule hat und Bildungsprozesse an sich haben dann einen ganz großen Auftrag, dass wir das dafür eben auch nutzen, das zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern zeigen und dann aber auch letztendlich das wieder für den Unterricht entwickeln, ne, beziehungsweise weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir hier unbedingt noch mit aufnehmen sollten. Aber genau, wir sind ja über Twitter zueinander gekommen. Ja. Nämlich über den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder Hashtag TWLZ als Abkürzung. Mhm. Inwiefern bietet das Twitter-Lehrerzimmer für dich einen Freiraum? Ja. Weißt du erstmal, was das Twitter-Lehrerzimmer ist? Ja, genau, pardon. Ja, Twitter-Lehrerzimmer. Also Twitter ist ja ein so ein Kurznachrichtendienst, ein beziehungsweise ein soziales Netzwerk, in dem man Tweets absetzen kann mit 280 Zeichen und man findet für interessante Inhalte eben unter Hashtags. Und unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder TWLZ, wie du gerade gesagt hast, finden sich Lehrer, die digital affin sind und über alles, über rund um Schule und Unterricht und Lehrer in sein twittern und sich da austauschen. Und es gibt noch ein Hashtag, das ist FL-Seminar. Da habe ich sehr viele gleichgesinnte SeminarausbilderInnen getroffen. Genau. Ja, inwiefern ist das jetzt für mich Freiraum? Wir haben eben schon so ein bisschen über institutionelle Zwänge gesprochen. Ne? Also ich muss Noten geben, ich muss Klausuren korrigieren, eine Note drunter setzen. Ich muss mich auch an den Lehrplan halten, selbst wenn das heißt, dass ich seit 380 Jahren über Kinderarmut in Lateinamerika spreche. Nicht, dass das nicht ein wichtiges Thema wäre, aber so. Und im Twitter-Lehrerzimmer kann ich mich so ein bisschen austoben. Ich kann mit anderen darüber nachdenken, wie Unterricht sein könnte. Und das ist das, was ich sowieso am liebsten mache. Also so überlegen, wie Schule und Unterricht sein könnte. Deswegen bin ich auch Seminarausbilderin. Ja, also so. Und das ist der richtige Ort dazu. Twitter ist auch der richtige Ort dazu, wenn ich Hilfe brauche. Also es entlastet mich auch insofern und gibt mir Freiraum, als ich da sehr schnell Hilfe finde. Ja, ich stelle eine Frage und da kommen direkt ganz viele Menschen, die einem helfen können. Gerade für Kolleginnen, die vielleicht noch nicht die ersten Schritte in der Digitalität gemacht haben. Auf Twitter findet man Leute, die einem helfen. Also ich habe so Corona-bedingt im Lockdown mich da sehr vertieft und es ist halt eben auch so eine Möglichkeit, sich fortzubilden zu dem Zeitpunkt, wann man es selber möchte, mit den Leuten, mit denen man es möchte. Und ich habe jede Menge Leute kennengelernt, ne, mit denen ich so Raum zum Nachdenken nutze und dass Katrin und ich diesen Blog schreiben und gemeinsam, so eng gemeinsam über Schule und Unterricht nachdenken, das hat sich, obwohl, also wir kennen uns natürlich persönlich und sind befreundet, aber irgendwie, dass wir das tun, hat sich über Twitter ergeben, weil wir beide da sehr aktiv sind und weil wir dann irgendwann gesagt haben, wir möchten unsere Gedanken aufschreiben in einem Blog und irgendwie festhalten und so diese Art der Zusammenarbeit schätze ich sehr und die habe ich vorher nicht so gemacht. Also Stichwort persönliches Lernnetzwerk schaffen. Ne? Also das finde ich total wichtig, weil ich bin schon, also ich arbeite super gerne mit anderen zusammen
Aber die müssen halt schon zu mir passen. Das ist bei jedem so. Und da habe ich auch wirklich auf total Leute gefunden, die zu mir passen, zum Beispiel. Und das schafft eben auch Raum, ne? So, wenn man gemeinsam was macht. Also ich finde das einen total schönen Raum, Twitter, weil der genau das ermöglicht, was du gerade beschrieben hast. Gleichzeitig ist Twitter manchmal natürlich auch ganz furchtbar, weil manchmal diese berühmten Shitstorms passieren können, weil man teilweise logischerweise missverstanden wird, wenn man etwas auf sehr wenige Zeichen bringen muss. Und wir wissen natürlich auch, es gibt ganz berühmte Persönlichkeiten, die Twitter genutzt haben und die Twitter ganz furchtbar anders verwendet haben, als du es gerade beschrieben hast, nämlich nicht als konstruktiven Austausch, sondern eher als Plattform, um populistische Positionen zu verbreiten. Das gibt es natürlich auch immer noch. Aber deswegen war uns das so wichtig, auch über diesen Hashtag zu sprechen, weil der eben zeigt, diese Plattform, dieses soziale Netzwerk kann man auch anders nutzen. Und es gibt ganz viele, die es anders nutzen. Und es gibt auch übrigens Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter, also Referendarinnen und Referendare, die dort posten, manchmal anonym, aus guten Gründen. Wir haben gerade über Bewertungen gesprochen, manchmal aber auch ganz offen. Also für diejenigen von euch, die uns zuhören, die noch nicht bei Twitter sind, wir können das durchaus empfehlen, weil man da ganz, ganz viel mitnehmen kann, Anregungen bekommt. Es ging mir schon ganz oft so, dass ich bestimmte Aspekte irgendwie noch gar nicht oder auch Tools noch gar nicht kannte, wahrgenommen habe, bevor ich über Twitter darauf aufmerksam geworden bin. Also auf jeden Fall. Es ist natürlich für uns als SeminarausbilderInnen auch immer toll, die Perspektive von ReferendarInnen da zu lesen. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Und dazu ist da eben auch Raum da. Das wollte ich nämlich gerne noch anfühlen, weil wir über die Schwierigkeiten dieses Mediums gesprochen haben, dass ich aber immer wieder gesehen habe, wie du Personen, die negativ über ihr Referendariat berichten, ne, weil sie eben keine schönen Erfahrungen gemacht haben, Zuspruch zukommen lässt, ne, oder eben auch fragst, warum ist das so? Personen, die du noch gar nicht kennst und wo aus meiner Sicht eben ein Raum entstehen kann, wie gesagt, ohne dass ich die Person persönlich kenne, dass ich aber meine Erfahrung teilen kann oder dass ich, es sind ja manchmal nur einzelne aufbauende Worte, die die Person brauchen, um zu wissen, wo sie anknüpfen können jetzt, also wo sie ihren Freiraum eben auch wieder suchen können. Ne? Das glaube ich. Manchmal ist es ja auch leichter. Ne? Manchmal ist es einfach leichter mit Leuten, die man nicht kennt. So. Und von denen auch mal eine Perspektive zu bekommen an der Stelle. Ja, tatsächlich ist der Austausch da deswegen ganz spannend, weil er manchmal eben auch anonym und dadurch auch in einem Schutzraum stattfindet. Anonymität im Internet ist ja nicht nur was Schlechtes, es hat manchmal eben auch Vorteile. Und wenn ich vorhin zum Beispiel beschrieben habe, dass es mir auch so ging im Referendariat, dass ich irgendwie versucht habe herauszufinden, wer erwartet eigentlich was von mir, auch aufgrund der Benotung, muss ich der Vollständigkeit halber sagen, ich hatte Seminarleitungen in allen drei Seminaren, also Fach- und Hauptseminaren und auch Schulleitungen, die alle sehr unterschiedlich waren und alle ganz anders als ich. Und dass ich am Anfang, das ist vielleicht auch mutmachend, nochmal für alle sozusagen ihre Freiräume zu suchen. Bei mir war das am Anfang so, ich war mir ganz sicher, ich muss für jeden und jede das machen, was sie von mir erwarten, weil sie ganz anders ticken als ich und erwarten, dass ich am Ende aber doch die Lehrerpersönlichkeit bin, die sie sich wünschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war am Ende sehr positiv überrascht. Also alle, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, haben eine andere Vorstellung davon gehabt, wie quasi ich weiß gar nicht, ob sie eine Vorstellung davon hatten, aber sie selber waren andere Lehrerpersönlichkeiten und sie haben anders Unterricht gemacht. Und sie haben es aber zugelassen. Also ich habe irgendwann dann gesagt, ich kann das nicht, ich halte das nicht durch. Ich halte das nicht zwei Jahre lang durch, immer zu sein, wer ich nicht bin. Und die Schülerinnen und Schüler merken das auch, weil ich in den Lehrproben am Anfang immer jemand anders war, als ich in den Stunden dazwischen war. Und das hat so richtig auch Druck auf die Schülerinnen und Schüler ausgeübt, weil für die ist das ja auch eine Prüfungssituation. Wenn sie dich mögen, dann wollen sie da richtig gut sein, damit es für dich positive Auswirkungen hat. Und die spüren das auch, wenn du so zwei verschiedene Rollen hast. Und deswegen finde ich diesen Austausch, den Helene gerade beschrieben hat, den du teilweise auch mit Referendarinnen und Referendaren bei Twitter hast, der hätte mir, glaube ich, gut getan, so am Anfang des Referendariats mal zu hören, dass es auch Seminarleitungen so denken und uns diesen Raum eigentlich auch geben wollen. Es gibt auch die negativen Fallbeispiele, die werden dann immer schneller rumerzählt, aber es geht auch anders.
Ich finde es auch ganz wichtig, jetzt aus SeminarausbilderInnen-Perspektive, dass ich mich selbst als LernerInnen begreife. Ja, also wenn wir über Kooperationen und Teilen sprechen, dann ist es auch wichtig, dass ich meine Sachen teile. So, und dass die nicht perfekt sind. Ich habe zum Beispiel gerade Arbeitsmaterialien noch erstellt für meine Schüler. Die sehen nicht gut aus. Die erfüllen aber ihren Zweck. Also die sind übersichtlich und die sind gut strukturiert, aber nicht liebevoll. So. Aber die stelle ich auch meinen Referendaren zur Verfügung. Ja. Also Türen öffnen, ja, in meinen eigenen Unterricht, von Misserfolgen erzählen. Also ich versuche auch immer im Seminar meinen Referendaren davon zu erzählen, von Dingen, die mir nicht gelingen. Und dann gemeinsam darüber zu sprechen, warum das vielleicht nicht gelungen ist. Ja, das bringt ja mich auch weiter. Das ist ja auch das Schöne in Ausbildung. Ne? Ich bin in so einer unheimlich privilegierten Situation, weil ich nämlich die ganze Zeit mit klugen Leuten, ja, mit klugen ReferendarInnen, die alle ganz unterschiedlich sind, über Unterricht sprechen kann. Und wenn das auf so eine dialogische Art und Weise passiert, ich erhoffe mir davon, dass eben ReferendarInnen dann nicht denken, ich muss so und so sein. Ja, das ist ja so ein Druck, das ist Leistungsdruck. Am Ende ist es Leistungsdruck, weil am Ende eine Note steht, die mit der Einstellung zusammenhängt und so weiter. Genau. Raum für Kooperation öffnen und gleichermaßen bereit sein, in den Dialog zu treten. Sei das eben in Präsenz oder also im Fachseminar, in der Schule, im Kollegium, wo auch immer. Ne? Oder eben auch über so einen Kurznachrichtendienst wie Twitter seine Gedanken zu teilen, aber eben auch um Unterstützung zu bitten. Dass ich eben über so ein Medium die Möglichkeit habe zu sagen, zu dem Thema, ich habe keine Ahnung, Leute, könnt ihr mir helfen? Und da sind eben auch ganz viele, zum Glück schlaue Menschen, die gerade im Twitter-Lehrerzimmer da unterstützen wollen. Und das ist, ich finde es auch leichter, im Twitter-Lehrerzimmer um Hilfe zu bitten, als vielleicht woanders, weil das da so Usus ist. Ja, also Leute stellen eine Frage und andere beantworten die. Ne? Und ich stelle eine Frage, aber an einem anderen Ort kann ich vielleicht jemandem helfen. Und das ist niederschwellig. Also das ist so mein Gefühl, dass es eine niederschwellige Möglichkeit ist, auf irgendeine Art und Weise zusammen zu denken. Und auch gemeinsam, Katrin und ich, wir denken gerne gemeinsam laut. Das ist auch so eine ganz schöne Art von Kooperation. Ne? Das kann man auch mal kurz zwischendurch machen und dann geht man wieder seiner Wege und macht dann an seinem Unterricht weiter oder so. Aber du hast vorhin gesagt, dass Kooperation nicht immer erst dann Kooperation ist, wenn man die höchste Stufe, vermeintlich höchste Stufe erreicht hat, sondern dass eben das Teilen von Gedanken auch schon Kooperation sein kann, das Teilen von Materialien. Und ich finde, das ist auch nochmal wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir aus dieser Folge hier mitnehmen können. Dieser Freiraum, der im Referendariat oder in der Bildung insgesamt entstehen kann, der kann durch Kooperation entstehen in all ihren Facetten. Mhm. Und möglicherweise ist das ja wirklich etwas, was dieser Digitalisierungsschub Positives mit sich bringt. Ich bin bei vielen Punkten auch skeptisch. Aber ich glaube, das ist etwas, was sehr positiv sein kann, wenn wir diese Potenziale nutzen. Wir haben jetzt Plattformen, die wirklich auch genutzt werden. Auch jetzt, wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind, werden sie trotzdem genutzt, wo man wirklich auch mal einfach Materialien ablegen kann. Für mich war das immer als Referendar oder auch als Lehrer schwer nachvollziehbar, warum jeder Kollege und jede Kollegin sozusagen den Ordner mit nach Hause nimmt, wie ein Schatz behütet, in die Schule kommt und den wieder auf den Tisch legt, in der eigenen Klasse, aber eben nicht gemeinsam. Aber du willst schon unternehmen. Dieses Thema Material teilen ist ein schwieriges. Ich versuche seit 10 Jahren in meinen Fachseminaren Material teilen irgendwie modern zu machen. Und es gelingt mir semi-gut. Ja, also wenn wir zum Beispiel über die Dropbox sprechen, das ist eigentlich ein ganz einfaches Tool, ja, so, wo man Material teilen kann. Es gibt auch noch, also das ist auch das, wo ich immer wieder hin zurückgekehrt bin.
aber ReferendarInnen teilen wenig. Dahinter steckt oft so ein, das melden sie auch zurück, ne? Also da steckt so ein Perfektionismus dahinter, ne? Dass man eben nur super schick gestaltete, fancy Arbeitsblätter teilt. Instagram leistet dem auch Vorschub, ne? Also im Insta-Lehrerzimmer, da gibt es schon so wilde Materialschlachten mit so buntem Hochglanzmaterial. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, dass wir brauchen die unaufgeregte Vokabelliste, die aber unheimlich viel Arbeit macht, weil da sitze ich nämlich auch eine Stunde dran, weil ich ja vorher mir überlegen muss, was meine Schüler brauchen an Vokabular, das ist jetzt ein Beispiel. Aber all diese Dinge bringen andere ja weiter. Und da suche ich auch immer noch nach einem Weg, einer Haltung, das noch stärker zu fördern. Weil also ReferendarInnen teilen Materialien, aber wir müssen immer wieder darüber sprechen. Und es wird auch nicht, also es wird auch vieles einfach nicht geteilt, was dann in der Schublade schläft. Ja, und da ist auch immer die Frage, ne, wie ist das Selbstverständnis in der also in der Umgebung? Das Fachseminar ist eins und die Schule eben dann nochmal was anderes. Und zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel gar nicht gemeinsam Unterricht planen darf, sondern von jeder Person aus dem Fachseminar eine Hochglanzstunde erwartet wird, wo nichts vorhanden ist, was jemand anderes schon mal genutzt hat, ne, dann traue ich mich natürlich auch nicht, das zu teilen. Und das fasst ja alles das, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich eben in den Dialog treten, Kooperation auf den unterschiedlichen Ebenen ermöglichen und leben. Also das ist ja, ja, das sind ja zwei Seiten der Medaille, an den unterschiedlichen Orten, nämlich in den Seminaren, in der Schule, im eigenen Unterricht dann auch wieder. Wir müssen ja auch dran denken, wir verlangen das ja auch von den Schülerinnen und Schülern immer wieder, wozu wir manchmal selbst gar nicht so bereit sind und in der Lage sind. Und ich würde aber sagen, das fängt auch schon bei uns im Studium an, nämlich dass wir die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer genau darauf vorbereiten. Ich danke dir sehr, liebe Iris, dass du heute bei uns warst für den Austausch. Ich habe mich total gefreut, dass das Twitter-Lehrerzimmer zum Beispiel auch einen solchen ermöglicht und wir in eine neue Form des Dialogs treten konnten. Vielen Dank. Helene sagte schon, wir sind am Ende angekommen. Wir müssen, weil wir vergessen es uns immer. Wir kommen auch gerade erst bei Social Media an. Ihr müsst hier irgendwo, könnt ihr das abonnieren hier bei Spotify oder bei YouTube oder so. Ihr könnt das teilen in euren Freundeskreisen und Kollegien, damit mehr davon erfahren, dass wir diesen Podcast machen und so tolle Gäste hier haben. Und wir können eigentlich, finde ich, heute können wir ein kleines Gewinnspiel einbauen. Gewinnspiele kommen auch immer gut an, habe ich gelernt. Da können aber nur die mitmachen, die das Video sehen. Also wenn ihr das jetzt quasi bei Spotify gehört habt, müsst ihr ganz schnell sein. Es gab einen Moment, da haben wir Iris Hund gesehen. Wann war der genau? Die Minute, wer die Minute als erstes uns entweder per E-Mail schickt oder unten in die Kommentare schreibt, der kriegt eine Überraschung. So bauen wir das. Stimmt. Das machen wir. Ja, mein Hund ist nach Hause gekommen, Murphy. Ja, sehr süß aus. Toll, dann haben wir sogar eine einzigartige Folge an der Stelle, die sowieso inhaltlich einzigartig ist, aber nur noch mit Gewinnspiel. Damit schließen wir. Vielen Dank und alles Gute für dich. Ich habe zu danken. Dankeschön.